1995, Moderatorin bei Musiksender MTV seit dem 6. März moderiert sie die Dancefloor Charts auf Deutsch. Herzlich willkommen, Simone Angel. Hallo. Ja. Obwohl, wenn ich mache, dreimal. Das, du siehst ja traumhaft aus. Traumhaft. Der Lippenstift passend zu diesem wahnsinnigen Kleid. Und das Tolle ist, dass... Okay, und das Tolle ist? Das werden viele gar nicht wissen, weil du so einen wahnsinnigen englischen Akzent hast, wenn du Englisch sprichst. Aber ich bin Holländerin. Also, du bist Holländerin. Mhm. Und deine Eltern sind heute Abend hier. Meine Mutter ist hier. Ich habe leider keine Ballone für mich, weil die beiden haben alles weggeatmet. So, und was hast du für mich denn? Ich habe überhaupt nichts. Nichts zu spielen? Ja, nein. Wie, du möchtest was zum Spielen haben? Nur zu trinken. Wo hast du so toll Deutsch gelernt? Mein Deutsch ist nicht so gut. Ich habe für 10 Jahre bei der deutschen Grenze gelebt. Wo? Bei Münster. Aha. Enschede, Enschede. Ja. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Okay. Vom Fußball. Twente, Enschede. Oh, my dress. I better go and sit like that. No, we are late night. Und so habe ich immer Deutsch angehört. Ich habe immer Deutsch ferngesehen. Ja. Aber ich habe nicht so viel Deutsch gesprochen. Und die letzten 7 Jahre habe ich ja völlig auf mein Englisch konzentriert. So ist ein bisschen schwer, manchmal die Wörter zu finden auf Deutsch und um einen Satz zu formulieren. Das ist ein bisschen frustrierend, weil normalerweise weiß ich immer, was ich sagen will. Und auf Deutsch manchmal, dann will ich etwas sagen und dann weiß ich nicht, wie ich das tun muss. So, ja, du musst mich ein bisschen helfen. Nein, du machst es so perfekt. Und dieser leichte Akzent, der kommt ja bei uns wahnsinnig toll an. Mach es mal einmal für mich. Grüß mal bitte unsere Zuschauer mit diesem englischen Akzent, wie du das auf MTV machst. Say welcome to MTV. Ja. Herzlich willkommen zu MTV. No, in English. Oh, sorry. Well, I don't know. All right, welcome to MTV. I'm so glad you joined us. It's going to be a fantastic show, and we have got the sexiest man on earth on our show, Mr. Harald Schmidt. Yeah. Ta-da! Das war Schmidt. Ich kenne schon von Anfang an bei MTV. Ich bin schon. Du bist ziemlich von Anfang an mit dabei, oder? Ja, 7,5 Jahre. Ja. Und wo kommt ihr? Was ist das für ein Akzent? Das hat mich immer fasziniert, wenn ich das gehört habe auf Englisch. Ich weiß nicht genau. Normalerweise, ich höre mich etwas an und dann mache ich es auch so. Aber ich weiß nie, wo das Akzent, wo das herkommt. Es ist ein bisschen von Manchester, ein bisschen von Liverpool und ein bisschen von London. Und es ist alles gemischt. So, ich weiß nicht. Ja, Silvia, also auf mich klingt das wahnsinnig faszinierend. Wie ist es als MTV-Moderator und diese ganzen tollen Musiker, diese ganzen Popstars? Ist man mit denen auch privat befreundet? Sag mal, komm doch mal mit in meine Lounge oder mach heute Abend eine Party und da ist noch Mick da und so. Ja. Ist das so? Ja, ich habe ein paar Freunde, die bekannt sind. Aber am meisten, meine meisten Freunde sind, ja, die machen normale Jobs. Ja. Aber das sind ein paar, das sind The Prodigy, sind sehr gute Freunde. Brian Adams, strangely enough. Brian Adams und Nick Hucknall und... Von Simply Red. Ja, und ich weiß nicht, das sind so... Und wie ist das dann? Wie kann man sich das vorstellen? Mick Hucknall war ja dann immerhin der Steffi Graf hier, oder? Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er hat meine Freundin's Haus gekauft. Ja, das Haus deiner Freundin, so, ja. Exactly. Aha. Genau. So, und deshalb kenne ich ihn. Deshalb? Ja. Aber du weißt nicht, ob das stimmt mit Steffi? Keine Ahnung. Du, bist du auch mit einem Popstar befreundet privat? In love with him? Never. Nie? Nie, nein, nein, das werde ich nie machen. Nein, das ist nicht gut, mit einem Popstar auszugehen, weil hier mit meinem Job, ich gehe die ganze Zeit, die ganze Welt rum. Ja. Und wenn ich dann mit jemand ausgehe, der dasselbe macht, dann werde ich ihn nie sehen. So. Ja. Was macht dein Freund beruflich? Er ist professioneller Fußballspieler. Professioneller Fußballspieler? War er mit in Frankreich? Nein, wir kennen ihn nicht. Ich glaube nicht, aber dieses Jahr ist es das erste Mal in Premier League. Ja. Auf der Premier League. Ja. Vielleicht nächstes Jahr. Dass er weltweit bekannt wird oder zumindest hier in Europa, wenn er in den großen Turnieren spielt. Interessierst du dich für Fußball? Nein.
Gar nicht. Nein? Nein, ich gehe nicht zum Fußballspielen, nein. Ich habe immer gesagt, wenn ich klein war, ich würde nie mit einem Mann ausgehen, der Fußball ja. Ich hasse Fußball. Ja. Und jetzt lebt ihr sehr häuslich? Ach. Sitzt ihr zu Hause auf der Couch und guckt Fernsehen oder hört? Nein. Wir gehen noch immer aus. Wir gehen noch immer aus, aber... aber weißt du, was ich jetzt mag? Es ist etwas zwischen einem Club und einem Bar und einem Restaurant. Ja. So, da ist ein Restaurant, aber da ist auch ein DJ da, so du kannst etwas essen und reden und trinken. Aha. Und wenn du dann tanzen willst, kannst du das auch machen. Das mag ich. Das ist das Neueste in London? Für mich ist das Neueste. Ich glaube, weil vorher waren das nur die Teenager und die 20er, die ausgehen. Aber jetzt, die Menschen fangen immer später an, Familien zu gründen. Ja. Und du willst nicht nur in einem Club sein. Du willst auch ein bisschen reden und ein bisschen trinken. So, ich glaube, es ist ein neues Publikum und so etwas gemischt. Ich verstehe das. Es ist bei uns ein bisschen, erinnert mich an Weinlokal. Also hier am Rhein. My generation. Das ist langweilig. My generation. Nein, aber ich will doch auch gute Musik. Ja. Gute Musik und tanzen. Ja, du machst doch selber auch Musik. Mhm. Und hast du einen großen Hit? Doch. Da war ein Single, Let This Feeling, der war Top 20 in den meisten Landes Europas. So, das war gut, aber ich habe denn zu viel auf einem gemacht. Ja. Da war zu viel, was mein MTV und meine Musik und das Reisen. Und ich habe alles alleine gemacht. Da war nie jemand, dem ich helfe. Und das war zu viel. Und ich habe dann eine kleine Pause drin gemacht. Willst du das denn weitermachen? Willst du MTV weitermachen? Ich meine, jetzt auf Deutsch ist ja auch was Neues für dich, oder? Ja, das ist gut. Und ich mag das sehr. Aber normalerweise fand ich es ein bisschen langweilig. Und nur... Videos zu moderieren. Ich will etwas anderes. Ja. Aber ich bin Ende des Jahres, wird es 8 Jahre sein, dass ich bei MTV war. Ja. Und ich glaube, das ist... Das ist unglaublich lange das Zeit. Ist, und was wird es dann sein? Wieder Musik oder willst du auch als Schauspieler Musik. Arbeiten? Ja. Schauspieler. Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber Musik, das ist mein großer... Wie heißt es? Leidenschaft. Leidenschaft. My passion. Yes. Nein, überhaupt nicht. Ist wunderbar. Okay. Das ist ganz toll. Okay, danke. Simone, das hat mich sehr gefreut, dass ich mal persönlich kennengelernt habe, weil ich habe die von Anfang an immer schon zu Hause geguckt auf MTV. Und habe gesagt, wo kommt dieser Akzent her? Ja. Und jetzt weiß ich. Und jetzt weiß ich, wo er herkommt. Sagt, du siehst genauso toll aus, wenn man dir gegenüber sitzt wie im Fernsehen. Oh, danke. Ja, noch besser. Thanks. Simone! Thank you very much. Wow. Danke sehr. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Morgen Abend die Tochter von Nina, Cosma Schiva-Hagen und Heiner Lauterbach. Vielen Dank, bis morgen Abend, gute Nacht, tschüss.